Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hearthstone. Heute mal mit einem Odd Paladin Deck, also einem ungeraden Paladin Deck. Nichts Besonderes, allerdings mit ein paar Mechs. Dieses Deck wurde halt ein bisschen abgedatet. Odd Paladin ist momentan eines der etwas stärkeren Decks, die wir auf jeden Fall haben. Eines der etwas häufigen Vertretenen mit der höheren Winrate. Odd Paladin ist einfach ein reines Aggro-Deck. Und das ganze Deck besteht halt daraus, erstmal aus Baku. Baku kennt man noch aus der letzten Erweiterung. Wenn wir Karten im Deck haben, die nur 1, 3, 5, 7, 8, 9 oder 11 Mana kosten, kriegen wir eine verbesserte Heldenfähigkeit. Und darauf zieht dieses Deck so ab. Das ganze Deck ist einfach ein Aggro-Deck. Wir kriegen mit jeder Heldenfähigkeit 2 1-1er. Und ansonsten haben wir halt sehr viel Aggro hier im Aufbau mit ein paar Mechs, dass wir den Gegner einfach nur niederrennen können. Das Deck ist ziemlich stark. Es ist ein Odd Paladin. Odd Paladin ist allgemein ziemlich stark. Und ja, es ist nichts Besonderes. Es ist ein Aggro-Deck. Ein Deck, was man vielleicht häufiger sehen wird, was sich letzte Season relativ gut angestellt hat von den Statistiken her, was sich wahrscheinlich auch diese Season wieder relativ gut anstellen wird. Es ist eher ein Early-Game, also man will den Gegner natürlich schnell finishen, aber im Late-Game kann man auch noch relativ ganz, kann man auch relativ gut mithalten. Es gibt natürlich ein paar unangenehme Situation gegen Kontrolldecks, aber ich denke mal, gegen andere Decks ist dieses Deck einfach nur Hammer. Es ist eine Wucht, es ist relativ stark und ich habe noch zwei Spiele für euch. Ihr könnt ja mal angucken. Odd Paladin wird wahrscheinlich auch diese Season wieder ein relativ starkes Deck sein. Leadrin versus Gul'dan. Okay. Das ist nicht die Stadthand, die ich haben will, wobei Nightmare ist eigentlich so schlecht. 3 Mana ist in Ordnung. Das ist schon viel eher. 1, 2, 3. Okay, Meccano-Eye ist jetzt nicht natürlich die tollste Karte, aber ist mir egal. Die Frage ist, was es für ein Hexenmeister-Deck ist. Glowotron gefällt mir auch relativ gut. Aber den kann ich später noch benutzen, vielleicht für ein Meccano-Eye. So, Odd Paladin ist, ich glaube sogar letzte Season war Odd Paladin eine der besten Karten zum Leveln. Einfach weil er ein richtig schönes Aggro-Deck ist. Na, was spielt er noch aus? Er scheint auch ein Aggro-Deck zu sein. Das heißt, wir spielen Aggro gegen Aggro. Ich spiele natürlich aber noch eine kleine Feinheit nebenbei. Okay. Das müssen wir aber hinkriegen. Hoffe ich. Vielleicht. Mal sehen. Okay, er spielt diese selbstverletzende Variante. Der kommt weg. Den Rest mache ich gerade nicht. Das Meccano-Eye ist natürlich relativ langsam, wenn wir es ausspielen, ja, aber es geht so ein bisschen ins Midgame rein. Und ich glaube, es könnte uns relativ gut helfen. Wir haben jetzt natürlich keine wirklichen Waffen und er hält uns mit seinen Tornkarten gerade so ein bisschen hin, was mir jetzt nicht so toll gefällt. Aber er tradet auch, ne? Er wird anscheinend gerade so ein bisschen geforst. Jetzt würde ich tatsächlich den Glowtron nochmal ausspielen. Ups. Ich wollte ihn eigentlich separat ausspielen. Jetzt habe ich es so gemacht. Ist egal. Mit Wargear haben wir noch andere Möglichkeiten, uns so ein bisschen aufzuholen. Und erstmal, falls er jetzt zu viele Aggro-Karten hat, haben wir nächste Runde nochmal einen Doppel-Annoyotron. Ah, das ist nicht wirklich das Tops. Das ist nicht wirklich das Beste, was er haben kann. Okay. Giggling Inventor. Nein. Ich glaube, ich will nicht traden. Ich glaube, ich will verhindern, dass er meine Karten kaputt macht. Nächste Runde haben wir einen Wargear. Wir hätten immer noch unsere Heldenfähigkeit. Wir hätten noch einen Protektor. Das ist alles in Ordnung. Ich könnte auch ein Ei spielen, aber Ei will ich halt für die nächsten Runden ein bisschen aufheben. Von daher kein Problem. Die Pfeil. Aber die Pfeil würde nicht gerade wirklich viel bringen. Nein, hat er nicht. Ein Hellfire und ein Double Imp hat er verloren. Ich weiß nicht, ob das Worth it war. Level Up gefällt mir relativ gut, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte sogar... Ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er die Pfeil hat. Wenn er eins hat, habe ich jetzt ein relativ großes Problem. Aber... Will ich noch was ausspielen? Was ist, wenn er die Pfeil hat? Dann ist die Karte auf jeden Fall auch futsch. Ach komm, lass uns. Wir haben genug Boardpräsenz. Ich muss nicht alles opfern, was ich habe. Und die Fall, doch, die Fall gibt's noch. Ist noch Knights of the Forbidden Throne. Die ist noch im Spiel drin, die Karte. Vielleicht hat er auch einfach nur einen Hellfire. Nein.
Das wird aber auch nicht wirklich ausreichen. Und jetzt haben wir einen Beinkleber, der mir relativ gut gefällt. Das heißt, nächste Runde könnten wir Level Up benutzen. Und das wird ziemlich viele Silberhandrekruten auf 3-3 bringen. Und ich weiß nicht, ob er jetzt noch irgendwas Gutes dagegen hat. Einen Hellfire könnte er haben. Die Pfeil könnte er immer noch haben. Da müssen wir jetzt natürlich gucken. Er hat einen Hellfire. Er opfert einen Hellfire. Das ist nicht wirklich schlimm. Beide Hellfire sind raus. Das wissen wir jetzt auf jeden Fall. Gibt der Minions Divine Shield. Das ist relativ gut. So. Dagegen muss er erstmal ankommen. Hellfire ist weg. Kein Problem. Da kommen wir durch. Könnte er noch irgendwas Starkes haben? Sieht nicht so aus. Odd Paladin. Verdammt starkes Deck. Wir sehen uns nächste Runde wieder. Okay. Rexa könnte interessant werden. Void Ripper will ich eigentlich nicht haben. Eigentlich will ich von den Karten erstmal keine auf der Starthand haben. Level Up wäre vielleicht okay gewesen. Ich hätte vielleicht Level Up erhalten sollen. Aber die Starthand gefällt mir dennoch relativ besser. 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht schon mal relativ gut aus. Was haben wir bekommen? Gib dein Minions Town. Das ist der schlechteste Sacred Maul. Also das ist der schlechteste verpackte Hammer. Ich glaube sogar das Beste ist, entweder man gibt all seinen Karten Divine Shield oder man gibt all seinen Karten plus einen Angriff. Das sind deutlich stärkere Optionen. Haben wir leider nicht bekommen. Und die Frage ist natürlich, was er auch für ein Deck spielt. Ist es ein reines Zauberdeck? Ist es ein Boblin-Gompen-Deck? Eieiei. Lassen wir den mal am Leben. Goblin-Bomben, das könnte relativ interessant werden. Wobei ich weiß nicht, ob es wirklich ausreicht. Magnetisch mit Gift. Ja. Ist nicht wirklich das Beste, möchte ich fast sagen. Da kann ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Jetzt hätte ich natürlich furchtbar gerne noch einen Two Arms gehabt. Warum musste ich die Karte ablegen? Die Frage ist, ob er Unleash the Hounds spielt. Nein. Ich glaube, auch Goblin-Bomben spielen kein Unleash the Hounds. Okay, das ist nicht wirklich schlimm. Okay, wir haben natürlich nichts. Ich kann jetzt einen Sacred Maul. Damit kriege ich schon mal die giftige Bombe weg. Ich werde mal seine 2-1er wegmachen. Ich hätte vielleicht nicht meine Silberhand-Rekruten reintraden sollen, weil die könnte ich nächste Runde natürlich auch noch buffen irgendwie, wenn ich eine richtige Karte ziehe. Es war vielleicht ein Fehler, aber ich habe es jetzt getan. Von daher, shit happens, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache häufiger Fehler. Ich bin aber nicht mehr so gewohnt in Hearthstone. Okay, er will mich aufhalten. Aber das Spiel kann ich auch spielen. Jetzt könnte er natürlich noch ein Poisonous haben. Das wäre für mich sehr kritisch, weil dann könnte er mir die Karte weghauen. Aber wir haben noch unsere Stonehill Defender. Hat er noch ein Poisonous? Tracking. Er sucht wahrscheinlich einen. Poisonous wäre jetzt die optimale Karte, die er nehmen könnte, aber da er nicht einen Instant-Pick nimmt, weiß ich es nicht. Oder er hat eine schlechte Auswahlmöglichkeit. Die anderen meine Karten werden natürlich abgelegt von Tracking. So. Das heißt, er zieht eine Karte nach. Na? Was ist die Karte, die du gezogen hast? Die ist relativ gut gegen uns, gebe ich zu. Und noch ein Wirk leider. So, gucken wir mal. Taunt. Ich will natürlich möglichst einen kleinen Taunt. Summoner Chain Gang würde mir relativ gut gefallen. Will ich noch einen Taunt? Eigentlich nicht. Ich will diese Handrekruten. Den Void Ripple hätte ich zu gerne auch in meinem Bombendeck gespielt. Hatte ich leider zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Beziehungsweise habe ich nicht. Doch, ich habe mir, glaube ich, jetzt nachgemacht für das Goblin-Bomben-Deck. Na, was hat er? Autsch. Rexa. Das ist natürlich böse. Wir haben nicht wirklich einen guten Board-Clear. Wir haben höchstens noch Taunt, den wir in den Weg stellen können. Bis jetzt fehlt ihm aber auch eine Waffe oder sonst noch ein Activator. Von daher möchte ich fast sagen, spielen wir weiter. Noch ist nichts verloren. Noch lange nicht verloren. Da muss er jetzt natürlich erstmal wieder durchkommen. Aber er hätte jetzt einen Vorteil von seinen Zombies. Er hat uns schon eine etwas längere Runde gedrängt. Das müssen wir trotzdem hinbekommen, oder? Wir werden sehen. Bei Hearthstone ist alles erst ganz am Ende entschieden. Direwolf Alpha. Uiuiuiui. Naja, müsste trotzdem zwei seiner Karten jetzt erstmal opfern. Und dann müsste er die anderen beiden opfern. Um am Schild vorbeizukommen. Oder er hat noch irgendwas Besonderes. Sieht nicht so aus. Ich denke mal, er wird sich aber auf jeden Fall diese Runde ein Zombiest erschaffen. Nein, doch will er. Okay. Was wäre das Beste, was ich jetzt ziehen könnte? Unidentified Maul ist gut. Gib deinen Minions Divine Shield ist auch relativ gut. Das heißt aber, doch, ich kann alles ausspielen. Vielleicht könnte ich auch was Besseres ziehen. Sunkeeper Terem. Der ist sexy. Der ist sehr sexy. Die Bomben müssen sowieso irgendwann weg. Das heißt, nächste Runde, alles, was wir haben, wird zu 3-3ern. Meine haben noch Divine Shield, wenn er die Karten nicht wirklich wegnimmt. Und das ist sehr gut für mich. Und wenn er jetzt irgendwas sehr Starkes ausspielt, wie ein richtig mächtiges Zombies, das ist jetzt wieder schlecht für mich. Giggling Inventor ist echt eine nervige Karte. Aber ich glaube, sie wurde auch so gemacht, um so zu sein. Okay. Okay. Er kann höchstens die mit dem Schild angreifen, er wird sie aber nicht kaputt kriegen. Von daher verkraftbar. Jetzt müssen wir gucken. Void Ripper. Direwolf Alpha sind Zombies. Was hat er noch? Eins ist einfach nur ein 3-5, 3-5 war es. Okay. Ich kann natürlich meine Schwachen benutzen, um die Divine Schilder zu opfern. Noch zwei weitere beschwören. Erstmal einen kaputt machen. Und dann Sunkeeper ausspielen. Na, jetzt kann ich in Ruhe opfern. Die Bomben haben jetzt natürlich auch 3-3. Was schlecht ist für mich, will ich erst eine Bombe wegmachen, weil die könnte er noch hochboosten. Ja. Ich mache erst eine Bombe weg. Solange die Max nicht hat, kann er sie nicht hochboosten. Das ist in Ordnung für mich. Jetzt bräuchte ich nur irgendwas. Jetzt bräuchte ich einen Ziliax. Ziliax wäre jetzt halt die perfekte Karte fast. Weil die ist eine der wenigen Karten, die mich noch heilen kann in diesem Deck. Ich werde ihn aber wahrscheinlich erstmal nicht so schnell ziehen. Ich habe 17 Karten. Die Chance, dass ich Ziliax halt rauskriege, ist relativ gering. Da müsste ich halt relativ Glück haben. Aber es wäre eine wirklich Premium-Karte. Weil dann könnte ich mich halt sofort um 8 Leben heilen. Weil die Goblin-Bomben wären mir jetzt trotzdem immer mehr oder immer ein bisschen gefährlicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Na, hat er noch einen Direwolf? Ei. Der wird aber nicht auslösen. Zombies, Lifesteal Wash. Der wird. Ah, der ist natürlich böse. Der ist natürlich böse. Und ein Torn. Na, was hat er für einen Zauber bekommen? Ein Ein-Mana-Zauber auch noch. Na, hat nicht wirklich viel gebracht. Okay,
Haut mir natürlich ins Gesicht. Weinkleber ist nicht die Karte, die ich wirklich dringend brauche. The battle. The battle. Das Problem ist, wenn ich 2 Schaden kriege, wäre ich tot. Noch. The battle. The battle. The battle. Okay. Wenn ich jetzt noch 2 Schaden von irgendwas kriege, von einer Goblin-Bombe oder so, wäre ich tot. Das heißt, ich brauche Siljax, um mich hoch zu heilen. Hat er eine Möglichkeit, 2 direkten Schaden zu verursachen? Er bräuchte eine Karte mit Charge. Ich denke nicht, dass er wirklich eine gute Karte mit Charge hat. Gibt es ein Biest, was mir direkt 2 Schaden machen könnte? Jein. Ich glaube ja. Wobei, ich weiß nicht, ob das noch... Oder? Gibt es eine Bestie, die direkt 2 Schaden auf den gegnerischen Helden verursachen könnte? Vielleicht. Das werden wir sehen. Hat er noch eine Bombe? Er hat keine Bombe. Upgradable Framebot muss natürlich weg. Der wird eine sehr große Gefahr für mich darstellen. Ich wollte zuerst angreifen. Eigentlich habe ich einen Rechtsklick gemacht. Habe ich jetzt nicht. Okay. Tempo. Braucht Tempo. Bitte keine Goblin-Bombe. Bitte nichts mit Charge. Was hat er für eine Karte? Okay. Lifesteal Wash. Ei. Das ist natürlich ein dicker Klotz. Vor allem Lifesteal ist halt immer doof, weil er kann sich hochheilen mit seinen Bestien. Es gibt ein paar Bestien, die Lifesteal haben, aber ich denke, es ist immer nur die 2 Mana 1-3er, die er nimmt, die Lifesteal und Wash hat. Der createt sich noch ein Zombies. Das ist in Ordnung. Ihr kriegt meine 8-8er nicht weg. Nächste Runde Ziliax wäre immer noch Boom, Leben. Und er hat bis jetzt keine Bombe gezogen. Die Frage ist, könnte ich in einer Runde fertig machen? Nein. Weil mein Robosaurus schafft maximal 18 Schaden. Oder kriege ich die 10 Schaden zusammen? Giggling Inventor, das ist sehr interessant. Die beiden würden 18 sein. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Das wären 23. Das wären... ich würde... Ein Punkt fehlt mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh. Ich krieg nicht mal eine Spottkarte hin. Okay. Jetzt brauche ich was, was direkten Schaden verursachen kann. 2 Punkte. Ansonsten ist der nächste Runde tot. Na, komm schon. Was hast du? Irgendwas, was 2 Schaden mir verursacht. Oder einen dicken Lifesteal. Oder einen Poisonous Wash. Poisonous Wash wäre auch noch eine Option. Irgendwas, was eine Bombe Wash gibt. Eine Bombe an sich selber. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht empowern sollen. Einfach, wenn er jetzt was mit Wash zieht. Aber ich will ihn halt nächste Runde fertig machen. Silence. Town Poisonous Silence. Au. Das ist nicht wirklich schlimm. Die nervigen Gigglies kann ich auch spielen. Bitte keine Bombe. Er hat bestimmt einen Bombentrigger auf der Hand, aber bitte keine Bombe ziehen. Würgeleiter sind 2 raus, er hat einen Bomben-Exploder raus, hat er die legendäre Karte. Ich nehme an, dass er noch einen Pyrotech auf der Hand hat. Das heißt, wenn er eine Bombe zieht, hätte er gewonnen. Komm schon. Letzte Runde. Jetzt muss er was finden. Es sei denn, er kriegt wieder irgendwas mit Lifesteal. Aber er
Doch, er verursacht Schaden, oder? Die Weinschild zählt trotzdem als Schaden verursacht. Oder fängt das allen Schaden ab und er kriegt kein Leben. Es würde so viel ausreichen, um mich zu töten. Aber er hat nichts. Das ist so bitter. Komm schon. Bitte hab nichts. Au. Mick. Oh. Und wir geben ihm noch eine Runde. Das ist gerade echt Top-Deck-Duell. Void Ripper habe ich gespielt, weil ich in der nächsten Runde nicht mehr spielen kann. Okay. Er hat eine Bombe gezogen. Tracking. Nein. Ach, komm schon. Na, was zieht er? Was zieht er? Zombies. Ich glaube, oder will er jetzt einfach noch einen Zombies createn? Ah, er hat auf jeden Fall was Gutes gefunden gerade, was ihm gefällt. Das war ein relativ fixer Pick. Na? Was hast du noch? Ich brauche nicht mehr viel, er hat noch so wenig Leben. Angry Chicken. Level Up gefällt mir relativ gut. Level Up gefällt mir relativ gut, aber damit haben wir nicht gewonnen, oder? 6-1, damit würde ich... Nein, wir haben nicht gewonnen. Ist ärgerlich. Okay, was will ich opfern? Nicht mein Mech. Wir geben ihm noch eine Runde. Bitte nicht, komm schon. Es ist gerade, ich weiß, für die meisten wird es extrem langweilig sein, weil es einfach nur ewig geht und weil es alles durch Top-Decking gerade entschieden wird. Jeder von uns könnte die nächste Karte ziehen, die ihn beendet. Was hat er jetzt wieder für ein Zombies? Hat er irgendwas Gutes? Er scheint nicht die Karten gezogen zu haben, die mich direkt finishen, was natürlich für ihn bitter ist. Er hat noch 5 Karten, ich habe noch 11 Karten im Deck. Ich habe eine Menge, die ihn jetzt finishen können. Ich habe einen Weinkleaver, ich habe einen Siliax, ich habe viele. Kangoras Endless Army würde mir vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen, weil ich nochmal was wiederkriegen würde. Ich habe die Karte bis jetzt nicht einmal gezogen. Das ist wirklich erstaunlich. Er scheint nicht zu haben. Sonst würde er nicht so lange überlegen. Komm schon. Ah, nein. Okay. Magnetic Taunt. Okay. Wir haben nicht gewonnen, weil er sich heilt. Er macht einen 1-1er kaputt, das ist mir in Ordnung. Solange er keinen Charge hat, ist mir das recht. Und wir sind wieder da, wo wir gerade aufgehört haben. Er hat seinen Siliax gezogen, ich nicht. Hat er jetzt endlich mal eine Bombe nachgezogen, komm schon. Er wird doch wohl eine Bombe haben. Aber selbst wenn er eine Bombe hat, braucht er immer noch einen Aktivierer. Er hatte noch einen Aktivierer, er hat noch einen Firework-Tag auf der Hand. Oder bestimmt im Deck. Er hat nur einen ausgespielt. Angry Chicken nochmal. Taunt Poisonous Adepts. Ich meine, die Bomben wären für mich auch teilweise gar nicht so schlimm. Wobei, ihr könnt natürlich eine relativ gute Kombinationsmöglichkeit haben. Ich brauche aber einfach auch nur irgendwas, was jetzt nochmal durchkommt. Er hat keinen Lifesteal. Ich habe noch einen Level Up. Ich habe noch einen Siliax im Deck. Kangoras Endless Arme wird mir nicht helfen. Die Divine Shield. Ah, ist böse.
Das Angry Chicken könnte natürlich zum großen Problem werden, vor allem wenn es nochmal irgendwie boosten kann. Ich will halt nicht alle meine Taunt-Karten opfern. Ich müsste fürs Angry Chicken mindestens zwei von denen opfern, dann hätte ich nur noch einen Taunt. Das will ich halt möglichst nicht machen. Das heißt, ich werde mich ums Angry Chicken erstmal nicht kümmern. Fünf Leben gegen zwei Leben und das geht jetzt schon relativ lange so. Das sind jetzt bestimmt schon 5 Minuten. Und niemand zieht den Finisher. Zombies. Er hat natürlich eine wesentlich bessere Heldenfähigkeit fürs Late Game. Na, was hat er bekommen? Nochmal Adapt. Torn 14er. Er will mich echt nicht durchlassen, ne? Fungalmancer ist interessant. Ist eine sehr interessante Karte. Werde ich es damit schaffen, aufzuhalten? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich will maximal gerade 5 Schaden verursachen, das heißt, ich spare es mir mal auf. Wenn er jetzt natürlich irgendwas mit Rush kriegt, hat er sofort gewonnen. Er braucht nur eine Karte mit Rush. Das ist doof. Das ist doof für mich. Na? Er bräuchte auch nur eine Bombe und irgendwas anderes. Er hat nichts. Na? Kriegt er irgendwas mit Rush? Es gibt natürlich. Er hat schon 2-mal Rush Lifesteal bekommen in Minion. Es sind keine Instant Picks, aber auch dennoch relativ schnelle Picks. Jetzt kommt es drauf an. Er hat ja noch vielleicht frühere Picks, ne? Was hat er gezogen? Ich würde so verdammt gerne einen Siliax ziehen, endlich mal. Ich meine, wir haben jetzt noch 8 Karten im Deck. Upgradable Framebot. Mushroom Power. Das wird nicht reichen. Aber jetzt brauche ich irgendwas mit Taunt. Und wir ziehen Level Up. Das gibt uns nochmal Taunt. Die muss auf jeden Fall weg. Seine vorletzte Karte. Jetzt muss er nochmal irgendwas gezogen haben, um uns endlich 2 Schaden zu machen. Das Duell geht gerade extrem lange. Komm schon. Du hast was. Du hast was auf der Hand. Lüg mich nicht an. Er bräuchte auch nur wieder eine Rush-Karte, ne? Also wir haben. Es zieht sich gerade einfach extrem. Er hat Instant-Pick gehabt. Er wird was mit Rush gezogen haben, ne? Komm schon. Mach's nicht so spannend. Battle Cry. Okay, das ist nichts mit Rush. Einfach nur was zu verteidigen. Na? Er hat die letzte Karte ist eine Bombe anscheinend in seiner Hand. Er wollte die ganze Zeit was ziehen. Jetzt brauchen wir einen Siliax. Komm schon, Siliax. Oder irgendwas, was Spott gibt. Oh. Den kriege ich weg. Den Rest nicht. Damit haben wir verloren. Ja. Oder? Es ist keine magnetische Einheit, ne? Damit haben wir verloren. Ein unspannendes Ende für ein eigentlich relativ knackiges Duell, aber er hat nichts gezogen. Ich frage mich, was seine letzte Karte wirklich war. Ob seine letzte Karte wirklich seine legendäre Einheit war, die nochmal 4 Bomben beschworen hätte. Es hätte so schnell enden können, aber ja. Es war ein spannendes Duell. Wobei es hat halt ewig gedauert. Ich bin ganz ehrlich, es hat wirklich ewig gedauert. Aber ja, das ist Odd Paladin. Und ich habe gesagt, mit dem Control-X kann man lange Runden haben, ne? Wenn der Gegner ein ähnliches Deck wie man selber spielt,
kann man relativ schnell durchwaschen, wenn man gute Karten spielt. Ich hätte wahrscheinlich dieses Duell gewonnen, hätte ich am Anfang nicht Master for Battle abgelegt. Nicht Master for Battle, sondern Level Up abgelegt. Ne? Level Up hätte mir wahrscheinlich am Anfang 3 oder 4 3-3er beschert und dadurch hätte ich am Anfang das Early Game Tempo gehabt. Das war mein Fehler. Im Endgame ist natürlich Bombenhunter durch seine Heldenfähigkeit vom Hero Power ein bisschen stärker vom Deathstalker, aber das war's mit der Folge. Puh, das ging wieder relativ lange. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao. Dr. Wumm übernimmt keine Haftung für abgetrennte Gliedmaßen oder andere Schäden. Preisgabe des halbwegs geheimen Laborstandorts wird mit dem Tod bestraft.